time to play the game. Time to play the game! Servus, meine Lieben. Und willkommen hier zu Stalker Call of Bripchat. Ja, das ist mein neues Let's Play. Davon gibt es bereits drei Teile. Einmal Shadow of Chernobyl, dann Call of Bripchat und danach Clear Sky. Ich fange bei den mittleren hier an. Es macht eigentlich nichts, ist nichts Schlimmes, wenn ich jetzt da anfange. Aber von den anderen zwei hatte ich bereits Probleme gehabt, dass es bei einer bestimmten Stelle nicht mehr weiterging, dass da ein Bug war. Und das möchte ich gerne vermeiden. So, worum geht's bei diesem Spiel? Das wird hier gleich erklärt. Deswegen muss ich da wenig sagen. Ich kann nur sagen, dass es ein Hammer-Game ist, das noch von vielen Gamern als das beste Spiel überhaupt bezeichnet wird. Es hat was ziemlich Geiles, es ist sehr interessant. Und die Welt ist einfach, Atmosphäre ist einfach der Hammer. Aber das werden wir dann so nach und nach erkunden. Wir machen natürlich auf normal, das ist Stalker. Und hier gibt es gleich am Anfang, jedes Mal beim Ladebildschirm, ein paar Tipps. Also hier ist der Tipp 24. Das Bluttropfensymbol in der rechten unteren Bildschirmecke weist sie auf die Blutung hin, die gestoppt werden muss. Die Farbe des Symbols gibt an, wie stark die Blutung ist. Ja, man kann hier verbluten, die Waffen und die Rüstung kann kaputt gehen, die muss man reparieren. Also es wird sehr interessant. Am 26. April 1986 wird um 1.23 Uhr der Reaktor von Block 4 des Atomkraftwerks Tschernobyl durch eine Folge von thermischen Explosionen zerstört. Die dadurch entstandene radioaktive Wolke bewegt sich über den europäischen Teil der UdSSR, Osteuropas und Skandinaviens und erreicht schließlich den amerikanischen Kontinent. Die Konsequenzen dieser Katastrophe sind so fatal, dass die Regierung sich gezwungen sieht, eine Evakuierung der naheliegenden Städte und Dörfer anzuordnen. Eine Sperrzone mit einem Radius von 30 Kilometern wird errichtet, um die Bewohner daran zu hindern, in das verstrahlte Gebiet zurückzukehren. Trotz der Katastrophe bleibt das Atomkraftwerk Tschernobyl in Betrieb. Die Existenz eines Kraftwerks sowie die Tatsache, dass das Gebiet nicht mehr besiedelt ist, veranlassen den Ministerrat der UdSSR dazu, in der Sperrzone ein Netzwerk aus geheimen Labors zu errichten. 11. Juni 2006. Die Sperrzone wird von einem grellen Blitz erhellt, gefolgt von in den Himmel aufsteigendem Rauch. Nach einem Augenblick der totalen Stille bringt ein dröhnender Donner die Erde zum Beben. Die meisten Truppen der Regierung, die dort zur Bewachung des Gebiets stationiert sind, sterben auf der Stelle. 2008. Die Wissenschaftler haben immer noch keine Erklärung für die Vorkommnisse gefunden. Die seltenen Expeditionen in die Sperrzone enden für gewöhnlich in einer Tragödie. Und die Überlebenden berichten von mutierten Tieren mit unglaublichen Fähigkeiten, die durch das Gelände streifen. Laut verschiedener Schätzungen beheimatet die Zone im Jahr 2010 zwischen 1 und 300 unbekannte Personen. Sie nennen sich Stalker und verdienen sich ihren Lebensunterhalt durch das Einsammeln ungewöhnlicher Gesteinsbildungen, die gemeinhin als Artefakte bekannt sind und zu stattlichen Preisen gehandelt werden. 2011. Trotz der Errichtung militärischer Sperrgebiete nimmt die Zahl der Stalker immer weiter zu. Diese halten sich jedoch überwiegend in den Randgebieten der Zone auf und das Zentrum bleibt nahezu unerforscht. Die wenigen Versuche, tiefer in die Zone vorzudringen, schlagen ausnahmslos fehl. 2012. Ein Stalker namens Strelok lüftet das Geheimnis um den Hirnschmelzer, einen von Menschenhand geschaffenen Sender, der für Jahre ein Betreten des Zentrums der Zone unmöglich gemacht hat. Nachdem der Hirnschmelzer deaktiviert wurde, treibt es alle Stalker in das Zentrum der Zone. Einige mit der Hoffnung, einen wertvollen Artefaktfund zu machen, andere auf der Suche nach dem Wunschgönner.
Die Regierung beschließt, eine groß angelegte Militäroperation durchzuführen. Bei diesem Einsatz, Operation Fairway, finden Karten mit Anomaliefeldern Verwendung, um Hubschrauber unversehrt zum Atomkraftwerk Tschernobyl manövrieren zu können. Trotz sorgfältiger Vorbereitung missglückt die Operation und keiner der Hubschrauber kehrt zurück. Major Dektarev, Agent des ukrainischen Geheimdienstes, wird in die Zone geschickt, um das Verschwinden der Hubschrauber zu untersuchen. Verkleidet als Stalker, bewaffnet mit einem gewöhnlichen Sturmgewehr und ausgerüstet mit Verpflegung für 2 Wochen sowie mit einem Funkgerät zur Kommunikation mit dem Hauptquartier, macht sich der Major auf den Weg in das Zentrum der Zone. Ja, und willkommen, es geht weiter. Also, was ist willkommen? Es geht weiter, es fängt an. Ja, und das hier ist die Welt. Wir sind der Major Alexander Dektarev. Und ja, nochmal vorweg, die Welt hier. Ich kann es euch mal hier zeigen. Das hier ist unsere Anfangswelt. Dafür werden wir schon ziemlich viele Stunden brauchen werden, um die Hubschrauber zu entdecken. Danach kommen wir noch in eine andere Welt. Und am Schluss noch in diese Welt. Also es wird sehr lang dauern. Und ja, man kann hier einiges entdecken. Die Welt hier ist realistisch nachgemacht. Es wurden echte Fotos gemacht. Also da sind echt Leute da hingegangen, haben Fotos gemacht, um das hier original zu treu aufzubauen. Also könnt ihr euch mal anschauen, wie hier die Gegend aussieht. Ja, wir haben eine AK als Waffe. Dann haben wir noch eine Pistole und ein Messer. Die Grafik ist vielleicht nicht das allertollste wie Battlefield, aber das sollte man noch nie vergleichen. Und ja, das Spiel ist, glaube ich, 2009 oder so rausgekommen, aber da packe ich noch was in die Beschreibung rein. Pack die Waffe weg, Mann. Okay. So, die reden hier in den Infos hier nicht. Ich erzähle halt, worum es denn hier geht. Also erstmal fragen wir, wo das nächste Stalker-Lager ist. Und er lädt uns die Koordinaten auf unserem PDA hoch, also auf unsere Karte. Jetzt fragen wir ihn mal, ob er irgendwas über einen abgestürzten Hubschrauber weiß, über unsere Mission. Und er hat einen gesehen. Das ist sehr gut. Dann müssen wir jetzt zum Plateau und herausfinden, wie sie von Noah aus dorthin gelangen. Okay, das sollten wir vielleicht erstmal durchlesen. Ich habe selbst einen gesehen. Nach einem Absturz sah es zwar nicht aus, aber gut geflogen ist er auch nicht wirklich. Er ist von einer Seite zur anderen gekippt, bis er schließlich auf einem Plateau im Süden von Saturn aufgesetzt hat. Wäre interessant zu wissen, ob jemand überlebt hat, wenn wir doch nur wüssten, wie man auf dem Plateau gelangt. Allerdings habe ich gehört, dass Noah von Psychokan einen Weg kennen soll. Okay, und was machst du gerade? Lass es gerade ruhig angehen. Wir können jetzt für eine Gebühr ihn bitten, dass er uns wohin bringt. Aber ja, das kostet uns was und das brauchen wir auch noch gar nicht. Ich sag, das ist unsere Reisemöglichkeit, damit es nicht zu lang dauert, weil die Welt ist wirklich sehr groß. Ja, das hier ist die Anfangswelt, die ist größer als ihr jetzt noch hier denkt. Das meiste ist jetzt noch im Nebel verschwunden. Und wie gesagt, was kann man hier alles erleben? Hier gibt es Mutanten. Mutanten? Wie die hier? Oh, Wildschwein. Ja. Mutanten, Wildschweine. Dann gibt es noch Stalker in dem Sinne. Ja. Und die Banditen. Die Banditen kämpfen gegen die Stalker ständig. Das heißt, da kann man gut Waffen plündern. Und das Ende ist, kann unterschiedlich sein. Also, es gibt kein vorbestimmtes Ende. So wie wir jetzt spielen, so wird auch das Ende sein. Es gibt ein gutes Ende, ein schlechtes Ende, ein normales Ende, vielleicht sogar noch ein paar mehr. Also genauso wie bei Metro, wie beim ersten Teil. Da hinten können wir ein paar Anomalien sehen.
da diese Dinger wieder hochstoßen. Ah, da hinten sind ein paar Typen. Mal schauen, wer das ist. Gehen wir mal zu denen rüber. Ah, das sind ein paar Banditen, so wie es mir aussieht. So. Bin ganz Ohr, Kumpel. Ja, das sind Banditen. Ja, ja, okay, er sagt jetzt auch, das mit dem Plateau, das wissen wir aber bereits. Und wie gesagt, die machen halt einen Kampf. Und wie ihr seht, das hier da oben, was da hochgeht, die 18 und so weiter, das sind die Personen, die uns in der, die in der Nähe sind. Unten habt ihr hier, unten rechts, unser Leben und halt auch unser, ja, unsere Ausdauer. Wie ihr seht, wenn ich renne, dann geht es langsam runter. Umso mehr ich dann trage, hier hat man dann hier unten das Gewicht, umso langsamer, umso mehr Ausdauer verbrauche ich. Beziehungsweise, wenn ich das Maximalgewicht überschreite, kann ich mich zwar noch bewegen, aber sehr eingeschränkt. Ich kann dann nur noch, ja, langsam laufen. Das hier ist jetzt die sichere Zone. Da machen wir mal das Licht an, hier. Wir haben auch eine Taschenlampe. Hört zu! Sultan will dich sehen! Все-таки накоплю я на свой домик. Ja, war er doch. So. Er möchte mich sehen. Das hier ist der Sultan, der Anführer der Banditen. Du hast also deinen Arsch tatsächlich hierher geschafft, was? Bravo! So. Ja, er möchte uns sagen, dass er der Sultan ist, der böse Mann, der Bandit, und dass wir uns ihn anschließen sollen. So, er möchte uns jetzt eine Arbeit anbieten, dann nehmen wir mal an, um herauszufinden, was es ist. Okay, dann hören wir zu, wir haben vor, ein paar von den Birdstalkern hochzunehmen. Das wird echt ein Kinderspiel. Spät in der Nacht tauchst du mit unseren Männern auf der Schwensko auf und noch bevor diese Touristen kapieren, was los ist, haut er sie in die Pfanne. Wir kriegen das Geld und du die ganze Ausrüstung. Ja. Ja, siehst du Hex da drüben? Er wird dir die ganzen Details erklären. So, wenn wir dann zu ihnen gehen, können wir den Angriff starten, aber das machen wir erst. Wir sehen uns. Zumindest, wenn du nicht drauf gehst. Das machen wir dann erst später. Hallo, du. Ah, Stalker, kannst du Arbeit gebrauchen? Ja, um was geht es? Der möchte uns sagen, dass er seine Beute verloren hat. Er ist geflohen von einem Erdbeben und hat dann leider eine Kiste verloren. Und die soll man ihn wieder beschaffen. Und dann wird es gerecht aufgeteilt. Nun ja, viel Glück. Das heißt, wir nehmen uns was raus, er nimmt sich was raus und so weiter. Ah ja. Da können wir natürlich wieder Gegenstände klauen. Unsere Lebensmittel. So, Brot ist hier. Ah, Wodka. Die ist gut gegen Anomalien. Hallo. Was führt dich auf unser bescheidenes Schiff? Ah, das ist der Bird, den seine Stalker greifen wieder an. So. Ja, jemand, wie gesagt, jetzt kann man sich entscheiden. Das ist die erste Entscheidung. Die meisten gehen zu ihm und machen den Komm, Auftrag. Komm einfach vorbei, wenn es etwas Interessantes gibt. Aber die Klappe, ich möchte mal was erzählen. So viel ist sicher. Weil ich bin genauso laut wie die Typen hier. Entweder die meisten gehen immer zu den Banditen und machen dann und töten die Säuger. Es gibt aber auch noch einen anderen Weg für ein anderes Ende. Das Ende ist übrigens so variabel, es gibt in einem Ende 10 verschiedene Sequenzen, wo du dann entscheiden musstest und wir machen eine davon. Wir erzählen erst einmal, was hier abgeht. Wow, Mann, die Banditen vermehren sich wie die Fliegen. Jetzt kämpfen wir sogar gegeneinander. Okay. Und jetzt verbünde ich mich mal mit denen hier. So. So, sie geben ihre Jungs Bescheid, das heißt, wir kämpfen jetzt für die Stalker. Und das machen wir dann auch gleich. Wir gehen dann gleich in die neue Welt rein. Aber erst im nächsten Part.
gesagt, schaltet wieder ein. Es wird sehr interessant. Es wird ein Hammer-Game. Das kann ich euch schon mal versprechen. Also, bis dann. Ciao.